Hallo, hier ist wieder euer Weehawk AP. Wir sind zurück bei der Fall John Yesterday. Wir sind in einem Antiquariaten-Täten-Wisst-Schon-Geschäft. Ja, und gucken mal, was wir hier noch so alles mitnehmen können. Bisher haben wir so eine Uhrmacherlupe und eine Schere. Und ja, vielleicht finden wir auch noch was. Die Rabenfigur oben auf dem Regal. Erinnert dich an einen anderen Vogel. Wo hast du ihn gesehen? Wie lange ist das her? Okay. Du gehst alle Regale hier und im anderen Raum durch, findest aber nichts, was dich zu Petits Tagebuch führen könnte. Okay. Sonst noch was hier? Eine Weltkarte, die so alt ist wie der Name deines Heimatkontinents. Womöglich handelt es sich um eine Nachbildung. Du tastest den Globus nach einer Klappe oder irgendeinem versteckten Mechanismus ab. Etwas, das eines Indiana Jones würdig wäre. Aber du suchst vergeblich. Na gut, dann eben nicht. Die Rüstung eines Samurai, dessen Katana dir schlagartig eine weitere Erinnerung beschert. Oh. Dieser Typ. Bist du? Oha. Wowie. Die Rüstung. Na, sieh sich das mal einer an. Dieser Typ. Bist du? Unfassbar. Du kannst von dort nichts mitnehmen. Auch wenn du weißt, wie du dorthin gelangst. Okay. Dann eben nicht. Zum Glück stehen sie alle still. Okay. Du kannst von dort nichts mitnehmen. Beim Betrachten des Wandteppichs erinnerst du dich. Und das heißt, dass der Priester Don Ginesta Ordunia Quecksilber aus seiner rechten sowie Schwefel aus seiner linken Hand vergoss, Salz darüber streute und darunter ein Feuer entfachte, das rasch wie das Höllenfeuer entflammte. Wer ist dieser Mann, der da gesprochen hat? Kanntest du ihn? Und Gineste Ordunia? Hat er nicht den Orden des Fleisches gegründet? Okay, ich glaube, das, was der Typ mir da gesagt hat, ist ein Hinweis, oder? Beim Betrachten des Wandteppichs. Nochmal. Erinnerst du dich? Und das heißt, dass der Priester Don Gineste Ordunia Quecksilber aus seiner rechten sowie Schwefel aus seiner linken Hand vergoss, Salz darüber streute und darunter ein Feuer entfachte, das rasch wie das Höllenfeuer entflammte. Wer ist dieser Mann, der da gesprochen hat? Na gut, lassen wir erstmal so stehen. Sonst noch irgendetwas? Was haben wir hier noch? Die Tür zum Hinterzimmer. Du ziehst am Türknauf. Aber die Tür ist verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Okay. Aber wir haben ja einen Schlüssel. Die Tür öffnet sich mit einem Quietschen. Quietsch! Jetzt bin ich gespannt. Wow, noch mehr Gerümpel. Sehr gut. Ein Schwein, eine Ente, eine Wunderlampe. Erinnert doch sehr an ein Märchen. Ein wenig. Die Lampe ist schwerer als erwartet, weil sie randvoll mit Öl ist. Und das steckst du einfach so in deine Hosentasche, warum nicht? Das könnte eine Sauerei geben, John. Eine Holzkiste mit satanischen Symbolen. Okay, gucken wir mal. Du nimmst die Kiste, öffnest sie und fragst dich, wozu diese sonderbaren Holzstückchen gut sind. Ja, das frage ich mich wirklich. Eine Kiste mit alchemistischen Holzstückchen. Das werden wir bestimmt doch bald brauchen. Gucken wir mal hier hin. Aha. Das Kreuz hat ein Loch an jedem Ende, sowie eines in der Mitte. Sorgfältig untersuchst du das Kreuz, findest aber keine Hinweise auf Petits Tagebuch. Okay, aber es hat Löcher. Na gut.
Da werden wir bestimmt auch noch was machen müssen. Was ist das wohl für eine Klappe? Du öffnest die Klappe und findest eine dieser kleinen UV-Lampen, die man sich verwendet, um Geldscheine auf Echtheit zu überprüfen. Okay. Ein kalter, trister Aktenschrank. Hey! Guck mal rein! Du öffnest jede einzelne Schublade, findest aber nichts weiter als Rechnungen und Dokumente, die mit dem Geschäft zu tun haben. Okay. Was haben wir hier noch? Eine Tafel mit alchemistischen Symbolen. Ah. Okay. Du nimmst die Tafel von der Wand und erinnerst dich. Für einen Meister der Alchemie setzt sich alles aus diesen paar Elementen zusammen. Der Orden des Fleisches und seine unbekannte Erneuerung des Fleisches basieren wohl auch darauf. Okay. Was haben wir sonst noch hier? Das wird ja richtig interessant langsam. Anscheinend eine kleine Nachbildung des großen Kreuzes aus dem Hinterzimmer. Okay. Als du das Kreuz nimmst, bemerkst du die seltsame Methode, mit der es an der Wand befestigt war. 4 Bolzen ragen aus der Rückseite heraus. Was? Okay. Interessant, dann müssen wir das vielleicht hier einsetzen, weil da waren ja Löcher drin. Vielleicht geht das. Die Bolzen, die sich in der Mitte des kleinen Kreuzes befinden, würden in die Löcher des großen hineinpassen. Aber letztere sind mit einer Art Deckel versehen und die Bolzen gehen einfach nicht hinein. Ha, schade. Das wäre jetzt nämlich, für mich wäre das jetzt logisch gewesen. Oh Mann. Aber was ist schon logisch? Ja, ja. Gucken wir erstmal hier rein. War hier sonst noch was außer der Lampe? Im Regal ist nichts mehr, was dir nützlich sein könnte. Gut, okay. Ein UV-Licht. Das UV-Licht. Können wir damit das Kreuz vielleicht nochmal untersuchen? Du inspizierst das Kreuz mit der UV-Lampe, findest aber keinerlei neue Hinweise. Okay. Na schön, dann eben nicht. Sie führt hinüber in den anderen Raum, womöglich hinter die Ladentheke. Okay. Du öffnest die Klappe erneut, findest aber sonst nichts. Und wenn wir den Aktenschrank nochmal durchleuchten? Okay, dann eben nicht. Dann werden wir uns wohl mal langsam diesem Kreuz hier widmen müssen, fürchte ich. Oder halt, hier haben wir noch was. Etwas an diesem Holzstock erregt deine Aufmerksamkeit. Okay. In eines der Enden ist ein Y eingraviert. Das erweckt dein Interesse. Dieses Y, was hat es damit nur auf sich? Sonst noch was übersehen? Da oben ist noch die eine Tür. Und wir kommen sogar hin. Perfekt. Aber wir können sie uns nicht angucken. Was ist das denn? Okay. Du versuchst, sie zu öffnen, aber sie ist fest verschlossen. Warum sind alle Türen immer nur verschlossen bei Point-and-Click-Adventures? Das ist ja schrecklich. Ach ja, ansonsten hat dieser Raum ziemlich was von einem Wimmelbildspiel irgendwie. Gibt's doch einiges zu erkunden. Aber gut, ich denke, wir werden uns mal dem Kreuz hier widmen. Das passt hier also nicht rein, das kleine Kreuz. Aber ich vermute mal, dass wir hier noch was einsetzen müssen. Und zwar... Eine Kiste mit alchemistischen Holzstückchen. Genau. Die müssen wir wahrscheinlich da einsetzen. Also zumindest die Stücke daraus. Du stellst fest, dass die Holzstückchen aus der Kiste in die Löcher im Kreuz hineinpassen. Aber welches kommt wo hinein? Du stellst die Kiste neben das Kreuz und beschließt, einen Versuch zu wagen. Okay. Wow, ein
Rätsel. Löst mein Rätsel. Jetzt weiß ich halt natürlich nicht, welches Symbol steht für was. Aber, wenn ich es richtig gesehen habe vorhin, finden wir die Antwort hier. Zum Glück ist die Tafel mit den alchemistischen Elementen in einer Sprache geschrieben, die du verstehst. Deutsch! Was? Was für eine Sprache denn? Vor allem hätte ich sie ganz gerne mal hier irgendwie so... Hier so... Irgendwie nebendran oder unten drunter liegen, dass ich mal sehe, welches Symbol was ist, weil hier in dieser kleinen Ansicht bringt mir das nichts. Ah, perfekt, okay, wunderbar. So, was haben wir denn hier? Wir haben Gold, Wismut, Quecksilber, Blei, Kobalt, Silber, Wasser, Schwefel, Zinn, Antimon, Eisen, Ätzkalk, Kohle, Nickel, Feuer, Zink, Luft, Kupfer, Platin und Salz. Und hier könnte es sich um Eisen handeln. Okay, dann... Mir kommt da gerade was in den Sinn. Ich könnte jetzt hier auf gut Glück was probieren, aber ich glaube, ich gehe hier nochmal kurz raus aus diesem Rätsel. Weil da sind ein paar Elemente, die vorhin noch auf dem Wandteppich auftauchten, oder? Moment. Den Wandteppich da draußen will ich mir nochmal angucken. Da haben wir ihn. Weil Quecksilber und so weiter und Feuer, das tauchte nämlich auch auf diesem Wandteppich auf. Und zwei andere Sachen noch. Vielleicht ist das die ein Hinweis. Ignis Salis. Also Feuer und Salz. Salz wäre dann oben, Feuer wäre... Ja, wenn das hier das Kreuz ist. Sulfur. Okay, wir hören es uns nochmal an. Beim Betrachten des... Und es heißt, dass der Priester Don Ginesta Ordunia Quecksilber aus seiner rechten sowie Schwefel aus seiner linken Schwefel Hand links. Vergoss. Salz darüber streute und darunter ein Feuer entfachte, das rasch wie das Höllenfeuer entflammte. Wer ist dieser Mann, der da gesprochen und ging? So, okay. Das heißt, Schwefel links, Quecksilber rechts, Feuer unten und Salz oben. Okay, wunderbar. Das sind alles Elemente, die wir auch hier auf dieser Tafel hatten. Und die wir auch hier finden. Das heißt, ich weiß wahrscheinlich schon, was ich hier einsetzen muss. Wow. Jetzt läuft's aber hier, Leute. Huhu! Also. Dann fangen wir an. Schwefel war auf der linken Seite gewesen. Halt, das sollte ich vielleicht da oben raus auswählen. Hier kann ich es nicht rausreißen. So. Schwefel links. Dann haben wir das Symbol für Quecksilber. Das haben wir hier. Und das hier mit dem... Ich muss erst einmal draufklicken. Okay, das ist nicht so wie was aus dem Inventar ziehen. Das habe ich jetzt gedacht. Weil wenn ich es aus dem Inventar ziehe, muss ich die Maustaste erst gedrückt lassen irgendwie. Okay, dann haben wir unten das Feuer. Unten das Feuer, so. Und oben haben wir das Salz. Das Salz, das ist dieses Symbol hier, das so ein bisschen aussieht wie ein Pokéball. Juhu, los Bisasam! Irgendetwas musst du erreicht haben. Da die vier Löcher in der Mitte des Kreuzes nun offen sind. Yes! Hahaha! Perfekt! Sehr gut! Jetzt müssen wir nur noch das Kreuz einsetzen und dann bin ich gespannt, was passiert, Leute. Aber was passiert denn da? Was passiert, wenn wir dieses Kreuz einsetzen? Was wird uns dann erwarten? Hahaha! Ihr erfahrt es erst im nächsten Part von Der Fall John Yesterday. Ich bin selbst gespannt, also von daher... Ich erzeuge gerade auch einen Spannungsbogen für mich selbst.